Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Pine. Wir wollten ja diesem Mammut-ähnlichen Dings da folgen und wir haben heute übrigens auch Sounds interagieren. Oh Gott, wie reden denn die? Aus Versehen noch erstmal geschlagen, Digga. Okay, jetzt haben wir noch Ressourcen für die Brücke und die Nahrung für Oat-Alfanten. Okay, das sind scheinbar die Alfanten. Okay, wir müssen jetzt wieder Starseil craften und Dings suchen. Das können wir mittlerweile. Ich glaube, warte mal. Okay, warte mal mit Tab oder wie macht man das Inventar nochmal? Ach, mit Escape. Okay, wir können jetzt hierzu fertigen und mit hier einfach E gedrückt halten. Perfekt. Okay, wir brauchen aber noch mehr Holz. Können wir auch den Baum fällen für das? Warte mal, ich habe ja ein Schwert. Okay, nee, das scheint nicht zu funktionieren. Dann müssen wir das scheinbar einfach suchen. Okay, Leute, ich habe jetzt noch etwas Holz gefunden. Wir machen jetzt hier nochmal so ein Seil. Okay, dann haben wir alles. Sprengstofffässchen, um in die Höhle zu gelangen. Alles klar, Digga. Okay. Wie kann ich das anzünden? Abschießen? Oh, lol. Okay, bekommen wir Schaden im Feuer? Nee. Okay. Wir gehen erstmal in die Höhle. Neues Abenteuer. Aber wir sollten da noch gar nicht rein. Okay, wir müssen jetzt zurück zu den Wackelklippen kommen. Vielleicht müssen wir trotzdem da durch. Ich meine, es würde ja Sinn machen, weil wir mussten ja das aufsprengen. Okay, hier schauen wir wieder eine Schussübung. Oh lol, war das das stupid. Komm noch mal runter bitte. Okay, und jetzt Schuss. Ey, wir sind aber auch gut, ey. Oh lol. Digga, was ist das für ein Ding, Junge? Okay, wir müssen jetzt gegen die Kreatur kämpfen. Aber der ist doch gar nicht gut, Alter. Oh, Alter, wir nehmen die so raus. Oh, schützt sie uns aber auch. Okay, die ist tot. Oh, sie ist weg. Oh lol, wir haben jetzt eine Fackel, Alter. Okay, was ist das? Ah, die muss ich hier platzieren. Lol. Okay, hier müssen wir scheinbar wirklich hin. Okay, wir müssen jetzt zu Amam wieder gehen und ihm die Geschichte erzählen, die wir gerade erlebt haben scheinbar. Alter, hier ist ja alles zerstört. Nur wegen ihrem blöden Baumhaus. Oder die leben alle noch. Oh Gott, das tut mir jetzt leid, das wollte ich jetzt natürlich nicht. Okay, Amam ist bei seinem Aussichtspunkt. Die Frage ist, wo ist sein Aussichtspunkt? Ah, da unten. Ach ja klar, da haben wir ihn ja auch das erste Mal getroffen. Aber er ist nicht hier. Okay, wir gucken hier gerade in die Karten. Okay, also Arman ist scheinbar gestorben. Ich meine, unser Typ ist ja auch traurig. Aber wir müssen jetzt beim Wiederaufbau helfen. Jetzt geht es wahrscheinlich erst richtig los. Das war alles nur wie so das Tutorial halt, das Intro. Krass auf jeden Fall. Okay, erste bescheidene Schritte. Okay, wir müssen hier Old finden. Wo war der denn? Digga, wo bin ich hier gelandet? Ich bin so verwirrt, Alter. Wir müssen da unten hin. Lass euch mal in Ruhe, ist gut. Digga, was ist mit dem? Ah, da ist er auch schon. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen, wie scheiß viel Gepäck das der hat? Das ist ja nicht mehr normal, ey. Wir müssen uns jetzt mit einer Spezies anfreunden. Schenke einem beliebigen Dorf über seinen Spendekasten Gegenstände. Hätt ihr nicht auch Spezies? Wie ist der hier sympathisch? Deswegen helfe ich dem mal. Oh shit, Junge. Kann ich mich jetzt anfreunden mit dir? Hallo? Bist du? Oh shit, Junge. Das soll ich jetzt eigentlich nicht. Tut mir leid. Er rastet komplett aus. Oh, jetzt verfolgt er mich. Ich müsste jetzt scheinbar zu so einem anderen Dorf hier und deren halt, keine Ahnung, was schenken. Aber verpiss dich. Ach, hier ist ein Spendekasten. Wir spenden einfach mal. Ja, so eine komische Frucht hier. Ah, gönnt euch. Oh, da ist schon wieder so. Ach, Junge, jetzt ist der auch. Okay,
Boah, jo, er hat uns voll erwischt. So, komm her. Alter, was macht er denn? Er blockt. Oh mein Gott, wir sind gleich tot. Nein, ich bin noch. Scheiße. Lol, ich bin im Boden verschwunden. Okay, ich schenke jetzt dem Dorf hier nochmal Gegenstände, weil die zwei anderen Spastis sind jetzt weg. Ich schenke hier einfach mal fast alles, was ich habe. Hat ich jetzt geholfen? Ja, natürlich nicht. Sie sind immer noch feindselig. Alter, man muss ja so viel tauschen. Oh nee, dann nehme ich mich mit. Ja, dann sammle ich jetzt noch ein bisschen Stuff, Alter. Okay, jetzt muss ich ein Dorf betreten. Also scheinbar hat es trotzdem gereicht. Dann gehe ich mal hier vorne hin. Ich glaube, das ist ja das Dorf, wenn der Spendekasten da unten ist. Okay, das hier ist schon... Oh Gott, Alter, ich hätte ihn fast geschlagen. Das ist der König. Wir müssen jetzt schon mal hier die Leute so ein bisschen ausfragen, beziehungsweise das Ganze hier so ein bisschen erkundigen. Wir müssen das Ganze hier scheinbar so ein bisschen ausspionieren. Okay, ich weiß noch nicht, was ich von dieser Bevölkerung halten soll. Ich finde es krass, dass sie mich einfach so akzeptieren, weil ich vorhin einen von ihnen geboxt habe, sogar zwei. Okay, ich muss jetzt das Geschenk vom Häuptling einsammeln. Die Frage ist, wo ist 800 unten? Ulle. Okay, wir haben das jetzt schon mal gestohlen. Okay, wir gehen jetzt mal zum Häuptling zurück. So, wir sind jetzt back und geben ihm jetzt scheinbar dann das Geschenk, oder? Oh, lol. Oh, nee, die Pollenpasshöhle. Ich glaube, ich werde sterben. Oh Gott, es fängt schon an. Genau das meine ich mit der Pollenhöhle. Oh Gott. Leute, das war auf jeden Fall ein spannendes Abenteuer jetzt schon wieder. Ist vielleicht ein bisschen ein kürzeres Video, weil das Video kommt, wenn wir auf der Schulreise sind. Beziehungsweise auch das nächste. Kein Video, genau. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, wir werden die auf jeden Fall weiterspielen. Ja, in der nächsten Folge gehen wir hier in diese Polenpasshöhle. Ich hoffe, ich werde es überleben. Dann würde ich sagen, das wird diese Folge Pein. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst natürlich ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Do you see as you twist the tiles?